They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. 'Cause it's your life. We want. 'Cause you're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Willkommen in der Welt der Ever After High, liebe Freunde. Heute möchten wir euch von einem ganz besonderen Ereignis erzählen. Einem Thronfest. Ein schulfreier Tag, an dem sich die Schüler der Ever After High von ihrer besten Seite zeigen. Und alles beginnt mit einer großen Thronfestparade. Und nicht zu vergessen, auch die Buchballmeisterschaft findet statt. Wir sehen uns später. Und auch der Thronfestball. Bei dem die Königin und der König gekrönt werden. An der Ever After High gibt es einige zauberhafte Schüler, denen der Königsschuh passen würde. In diesem Jahr wird die gesamte Abstimmung im Spiegelnetz stattfinden. Ich und Humphrey Dumpty sind dafür zuständig. Lass mich dir doch ein wenig Zeit sparen, kleiner Bruder. Ich bin mir ziemlich sicher, niemand anderer als ich wird König. Ich bin schließlich mehr als bezaubernd. Hey, Raven, ich habe gerade online für die Krönung abgestimmt. Und du hast meine Stimme bekommen. Wirklich? Aber wieso hast du mich gewählt? Ich gewinne doch immer diese Sachen. Und naja, du stehst auch in einer langen Erbschaftsfolge von Königinnen. Danke. Schön, dass wir damit ein neues Kapitel aufschlagen. Ich meine, ich bin die Tochter der bösen Königin und eine Rebel. Aber ich muss ja nicht nur Ärger machen. Raven Queen, bitte melde dich sofort im Büro des Schulleiters. Dürfen wir dir etwas anbieten? Ein Drachenei-Omelett? Nein, vielen Dank. Miss Trollworth, ein Drachenei-Omelett! Also, Miss Queen, wie weit bist du inzwischen mit deinem Festwagen? Er sieht ganz gut aus. Wunderbar, mein Herzchen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Aber natürlich. Wieso sind Sie eigentlich so nett zu mir? Seit diesem einen Tag, an dem ich damals mein Schicksal nicht unterschreiben wollte, naja, dachte ich immer, Sie würden... Naja, mich als Problem betrachten. Du sollst ein Problem für mich sein? Oh, natürlich nicht. Aber äußerst lustig, dass du den Schicksalstag gerade erwähnst. Wie du weißt, ist der Tag des Thronfestes einer der wenigen Tage im Jahr, bei denen das Buch der Märchen und Sagen aus seinem schützenden Kasten geholt und der Öffentlichkeit gezeigt wird. Und damit ein perfekter Zeitpunkt für dich, die ganze Sache noch einmal zu überdenken und offiziell zu unterschreiben. Tut mir leid, Herr Schulleiter, aber ich habe meine Entscheidung am Schicksalstag getroffen. Ich möchte meinem eigenen Schicksal folgen und nicht nur den Fußstapfen meiner Mutter. Wenn sonst nichts weiter ist, dann gehe ich jetzt. Wünschen Sie das Ei gekocht? Oder gebraten? Sie will anscheinend nicht verstehen. Wir müssen unseren Geschichten folgen, unserem Schicksal. Der Letzte am Herzbaum ist ein Dodo-Ei. Komm schon, kleiner Bruder. Wir werden für immer beste Freunde sein, oder, Milton? Ja, für immer. Endlich das Thronfest. Der Schlüssel. Die Tür ist offen. Bist du soweit? Endlich kann ich meinen Festwagen fertigstellen. Und ich habe es hingekriegt, ohne einer Blume etwas zuleide zu tun. Einer Blume was zuleide tun? Hey, du weißt doch, Pflanzen haben auch Gefühle. Geh ruhig schon. Ich nähe nur noch diesen Rock fertig. Okay, dann sehen wir uns dort. Au, mein Finger. Ich habe ein Stück gekostet und sie ist perfekt. Oh, Fleischliebhaberpizza. Seht ihr? Unsere Märchenprinzen scheinen gerade ihre Strategie für das große Spiel zu besprechen. Ah, ist das nicht süß, wenn sie so heldenhaft auftreten? Niemals werden wir die Beanstalk High im Buchball schlagen.
Oh, kleiner Bruder, wieso machst du dir immer solche Sorgen? So schwer wird es doch nicht sein, einen mickrigen Haufen kleiner Bohnen zu schlagen. Hm? Auf die Beanstalk High gehen nur Riesen, Derry. Keine Bohnen. Dann stecken wir wohl in Schwierigkeiten, oder? Sie werden uns in den Hintern treten, ja! Hey, Jungs, ich hab überlegt, vielleicht mache ich ja im Buchballteam mit. Ich bin ziemlich schnell. Oh ja, das aber geht du gut. Bist ein Mädchen, oh! Und, was macht das für einen Unterschied? Tut mir leid, Cerise, ein Burgfräulein soll gerettet und nicht als Buchballspielerin eingesetzt werden. Tiny. Jungs, ich glaube, ich weiß, wie wir gegen die Riesen gewinnen können. Kommt mal her! Schöner Festwagen, Apple. Der ist ja total abgefahren. Danke, Raven. Das ist der Baum, von dem du mir den vergifteten Apfel... oder von dem du mir vielleicht den vergifteten Apfel... Apple. Oh, schon gut, Raven. Ich weiß, dass du irgendwann zur Vernunft kommst. Zur Vernunft? Ich habe es dir doch jetzt schon versucht, auf jede erdenkliche Weise zu erklären. Ich möchte unbedingt meinem eigenen Schicksal folgen. Und ganz ehrlich, was das Thema betrifft, bist du ziemlich egoistisch. Du findest, ich bin egoistisch? Genau. Alles, was dich interessiert, ist dein Glücklich bis ans Lebensende. Weißt du, nur weil du dein Schicksal nicht annehmen willst, platzen alle Märchen vielleicht mit einem Puff. Wir alle zerplatzen vielleicht mit einem Puff. Ja, ist aber noch nicht geschehen. Noch nicht. Raven, ich will ja nicht, dass du meinetwegen unterzeichnest. Ich wünsche mir, dass du unterschreibst, damit den Leuten, die ich gern habe, nichts Böses widerfährt. Damit meine ich auch dich. Und wenn du mich fragst, bist du diejenige, die egoistisch ist? Briar? Briar! Steh auf! Oh nein! Wie lange habe ich denn geschlafen? Naja, du hast den Bau der Festwagen verschlafen. Oh nein, das ist doch eine der besten Partys des Jahres. Ist schon okay. Ist ja nichts als... Nein, es ist nicht okay. Wird es sich so anfühlen, wenn ich für 100 Jahre einschlafen werde? Werde ich eine Menge Spaß verpassen? Und was ist mit meinen Freunden? Du hast doch immer gewusst, dass das irgendwann passieren wird. Das ist eben dein Schicksal als das nächste Dornröschen. Ich weiß. Aber jetzt fühlt es sich irgendwie so unwirklich an. Naja, noch hast du nicht im Buch der Märchen und Sagen unterschrieben. Aislinn! Hör zu, Briar, du wärst hier nicht die erste Person, die ihr Schicksal in Frage stellt. Ich meine, ich habe unterzeichnet und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Wer weiß, was mit Hunter und mir noch passieren wird. Dann willst du mich etwa überreden, nicht zu unterschreiben? Ich soll rebellieren? Ich sage... dass du dich entscheiden kannst. War es vielleicht die falsche Entscheidung? Hey, oh. Wer hat den geworfen? Sehr gut. Das ist weit genug. Und nun seid ihr in der glücklichen Lage, ein einzigartiges Gebäude hier an der Schule zu entdecken. Es nennt sich der Saal des Vermächtnisses. Madame Jager, wo ist er denn? Na ja, ihr werdet schon sehen. Der Saal des Vermächtnisses ist eine magische Konstruktion. Er erscheint nur zum Thronfest. Der Saal des Vermächtnisses ist denen gewidmet, die vor euch da waren. Euren Eltern, den ehemaligen der Ever After High. Würden sich jetzt bitte alle Schüler um das Buch der Märchen und Sagen versammeln? Ich würde euch gern von der Herrlichkeit des Thronfests erzählen. Als eure Eltern Schüler waren, bekamen sie die Gelegenheit, Geschenke für ihre Kinder zu hinterlassen, die diese Schule möglicherweise einmal besuchen würden. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Ja! Oh, Laufschuhe! Jetzt werden mich diese Bären niemals fangen können. Danke, Mom. Oh, Wahnsinn, ein Picknickkorb mit einem elektronischen Spiegelschloss. Haarbürsten? Wir haben doch schon ungefähr 1 Million von denen. Oh. Abgefahren. Ein super weiches Nackenkissen zum Schlafen. Hurra.
Eine Brille? Das verstehe ich nicht. Wieso hat mein Vater... Moment mal. Ich kann schließlich nicht lügen und diese Brille ebenfalls nicht. Es ist eine Wahrheitsbrille. Naja, wie auch immer. Wahrscheinlich funktioniert sie gar nicht. Ha, sie verrät mir die Wahrheit über dein Kleid. Das ist nämlich gar kein echtes Hans Christian Dior, so wie du es allen hier erzählt hast. Ei. Ei. Was hast du erhalten, Raven? Eine Münze. Der Wunschbrunnen? Was soll ich mir denn jetzt wünschen? Warte, ich weiß schon. Ich möchte gern wissen, was mit meinen Freunden geschieht, wenn ich im Buch der Märchen und Sagen nicht unterzeichne. Die Stiefschwestern! Giles, siehst du das? Die Höhle des Ogers. Boah, wir sollten hier lieber verschwinden. Hast du etwa Angst? Ja. Erinnerst du dich an die Geschichte, die Vater uns erzählt hat? Niemand ist je in diese Höhle gegangen und lebend wieder rausgekommen. Oh, bitte. Das ist nur ein Märchen. Und wahr sind die auch nicht immer, weißt du? Milton, nicht doch. Okay, Tiny, was ist also das Geheimnis der Riesen von der Beanstalk High? Alle Riesen haben eine Schwäche. Unsere kleinen Zehen sind echt kitzlig. Also, das reicht schon, um sie zu kitzeln? Jungs, hey Jungs! Habt ihr Apple gesehen? Nein, aber hey, wie sieht's aus? Hast du Lust, mit den coolsten Typen der Ever After High abzuhängen? Viel Glück bei allen deinen Abenteuern, wundervolle Maid. Lizzie, hast du vielleicht einen Zauberfünfer? Nein, ab mit deinem... Einen Zauberblick? Ist das deine Wahrheitsbrille? Ich wünschte, ich könnte einfach mal lügen. Hey, habt ihr Apple gesehen? Ich nicht. Oh. Wo ist sie? Ich meine ja nur, wir haben vegetarische Tage im Schülercafé. Wieso nicht auch Fleischtage? Apple, da bist du ja. Endlich. Raven, du wirst warten müssen, bis du dran bist. Ich will im Buch der Märchen und Sagen unterzeichnen. Wow. Oh. Gibt's nicht. Unmöglich. Sitzung vertagt. Schulleiter Grimm. Das werden Sie mir nicht glauben. Das Beste überhaupt ist gerade eben passiert. Tatsächlich? Und was ist es? Ich möchte im Buch der Märchen und Sagen unterschreiben. Ist das nicht super märchenhaft? Na sicher, allerdings. Egal, warum du deine Meinung auch geändert hast. Apple hat recht. Ich war wirklich egoistisch. Ich möchte nicht, dass meinen Freunden irgendwas geschieht. Nun, ich freue mich, dass du die Geschichte endlich aus unserem Blickwinkel betrachten kannst. Ich werde sofort alles veranlassen. Die Thronfestparade wird von Millionen Lebewesen in der Zauberwelt angesehen. Das wird der perfekte Zeitpunkt sein, dein Schicksal zu unterschreiben. Millionen? Könnt ihr das glauben, Märchenfans und Fanatiker? Raven Queen wird im Buch der Märchen und Sagen ihr Schicksal unterzeichnen. Also ich kann sagen, das ist wirklich das Fantastischste, was passiert ist seit sie damals nicht unterschreiben wollte. Als erstes zu Huntlin. Das ist mein süßer Name für Hunter und Ashlyn. Damals, als Raven sich entschied, nicht zu unterzeichnen, dachten wir, es gäbe Hoffnung für uns. Ja. Warte, Raven will jetzt unterzeichnen? Schätzchen, du solltest wirklich mal den Spiegelblock lesen. Tja, Raven hat mich überzeugt. Sie will eben nicht, dass ihren besten Freunden irgendetwas Schreckliches zustößt. Daran gibt's doch nichts auszusetzen. Das verändert beinahe alles. Das ändert doch überhaupt nichts. Ich kann dazu nur sagen, es kann nur noch 2 Tage abgestimmt werden. Also geht alle online und wählt.
Ich? Naja, wenn Raven im Buch der Märchen und Sagen unterzeichnet, bedeutet das, dass jeder von uns sein Schicksal annimmt. Ich werde schlafen. 100 Jahre lang. Und da das Thronfest immer näher rückt, kommen die Mädchen mit ihren schönsten Kleidern in den Anprobesaal. Ist das zu fassen? Raven will unterschreiben. Es ist wie mein Geburtstag und der Tag des nächsten Kapitels und der Herzenstag, alle zusammengefasst. Au! Etwas eng, findest du nicht? Wie auch immer, und alle in ein wunderschönes Geschenk verpackt. Wir haben's verstanden! Wow! Was ist dir denn über die Federn gelaufen? Es liegt daran, es ist gar nicht so einfach, wie es bei dir klingt, Apple. Was denn? Unser Schicksal anzunehmen. Ich meine, glaubst du wirklich, dass ich wild darauf bin, 100 Jahre zu schlafen? Naja, du wirst die ein oder andere tolle Party verpassen. Seht ihr mich etwa so? Als ein Partygirl? Ich will einfach nicht schlafen, weil ich dann alle meine Freunde verliere. Ich werde allein sein. Was glaubt ihr, was das für ein Gefühl ist? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nun aber ich. Und jetzt, wo du unterschreiben willst, naja, ändert sich alles. Aber Briar, wir haben alle unsere Rolle zu spielen. Du hast ja auch leicht reden, Apple. Du wirst vergiftet. Für wie lange? Eine Woche? Briar, es tut mir leid, du bist aufgebracht, aber... Ich freue mich für dich, Apple. Ich freue mich auch, dass Raven jetzt unterschreibt, aber inzwischen glaube ich nicht, dass ich es noch tue. Oh, Milton? Milton, was machen wir, wenn uns der Ogre erwischt? Es ist nur ein altes Märchen. Es gibt doch gar keinen... Giles? Giles! Giles! Lance Charming hier mit den Ever-Action-Nachrichten. Die ersten Festwagen kommen die Straße hinuntergefahren. Und sehen sie nicht absolut bezaubernd aus? Oh, nicht vergessen, Leute. Schulleiter Milton Grimm hat am Ende der Parade eine ganz besondere Überraschung versprochen. Vergessen Sie also nicht, nachher einzuschalten, um zu erfahren, was es ist. Ich berichte vor Ort in Buchend. Ich bin Lance Charming. Das reicht soweit. Und da es, wie ihr euch sicher erinnert, am Schicksalstag eine, klitzekleine Kapitelunterbrechung gegeben hat, freut es mich heute umso mehr ankündigen zu können, dass sich alles geklärt hat. Raven Queen wird heute im Buch der Märchen und Sagen unterschreiben. Das kann doch nicht sein. Da vorne sagt jemand nicht die Wahrheit. Mein Name ist Raven Queen. Raven! Raven! Und ich... Raven! Raven! Miss Wood, weg hier! Raven! Das ist nicht das echte Buch der Märchen und Sagen. Oh. Es ist eine Fälschung. Bitte beruhigt euch. Es hat seit jeher Streiche zum Thronfest gegeben. Das hier ist kein Streich. Meine Wahrheitsbrille zeigt nur die Wahrheit. Und das ist nicht das echte Buch der Märchen und Sagen. Ich bitte um Ruhe. Das geht jetzt wirklich zu weit. Raven Queen, es wird Zeit, dass du in diesem Buch unterschreibst und deinem Schicksal folgst. Ja, tut mir leid, aber wenn Cedar sagt, dass das Buch gefälscht ist, dann ist es das. Raven, nein! Ich hätte wissen müssen, dass man dir nicht trauen kann, Raven Queen. Wahrscheinlich hast du das alles gemacht, damit ich wie ein Narr dastehe. Nein, ich will unterschreiben, das will ich wirklich, aber... Das Ganze ist noch nicht zu Ende. Sie wissen es. Sie wissen, dass du es vertauscht hast. Ich frage dich noch einmal, wo hast du das echte Buch der Märchen und Sagen versteckt? Okay, das Thronfest, das ist sowas von auf dem falschen Fuß. Tja, da das Buch eine Fälschung ist, kann Raven nicht darin unterschreiben. Und ich muss mich auch nicht entscheiden, was ich tue.
Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, Raven macht sich auf die Suche nach dem echten Buch der Märchen und Sagen. Ach Quatsch, das macht sie doch nicht. Oder? Maddie, du musst uns helfen, das echte Buch zu finden. Oh, vielleicht sollten wir draußen weiterreden, damit Kitty nichts hört. Keine Sorge. Wenn sie ihr Katzenschläfchen macht, weckt sie nichts auf. Willst du uns helfen? Natürlich. Raven hat es wirklich geschafft, auch die Royal-Seite der Dinge zu sehen. Und ich kann genauso wenig Nein sagen wie bei einer guten Tasse Tee. Wenn es eine Person gibt, die weiß, was hier an dieser Schule vor sich geht, dann lebt diese Person unter dieser Schule. Und kann mir mal jemand sagen, nach wem wir genau suchen? Vom Nest bis zum Meer herbei kommt der Vogel, bestehend aus drei. Sucht Wahrheit, Schönheit und meine Wenigkeit. Es ist auch teetastisch, Sie hier heute zu sehen, Giles. Giles Grimm? Der einzigartige Giles. Ich wusste, dass Schulleiter Grimm einen Bruder hat, aber... Federn und Freunde, gemeinsam, einsam. Er sagt Hallo. Aber was macht er denn hier unten? Na, auf jeden Fall spricht er rätselisch. Also sind wir noch nicht dahinter gekommen. Aber wenn das echte Buch der Märchen und Sagen in der Nähe ist, kann er uns ganz bestimmt die richtige Richtung weisen. Seitenkapitel, Lesezeichen im Überfluss. So endet die Suche nach Freiheit mit Verdruss. Er spricht gerade von dem Buch. Ich sollte das lieber notieren. Halt mal bitte. Ich weiß, dass hier drin irgendwo ein Blatt Papier ist. Vater! Milton, was ist denn? Wegen Giles. Ich habe ihm vorgeschlagen, in die Höhle des Ogers zu gehen. Aber du kennst doch die Geschichte. Es tut mir leid. Tut mir leid. Gefunden! Und so war der große Tag nun endlich da. Die Buchballmeisterschaft. Der große Tag? Nein, der große Tag ist der Ball zum Thronfest. Das Buchballspiel. Thronfest! Entspannt euch endlich, ihr zwei! Das Spiel fängt doch gleich an! Ich habe vergessen, dass sie uns hören. Okay, also diese Riesen von der Beanstalk High sind hart, aber trotzdem. Coach Lebkuchenmann? Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Es ist schon alles geregelt. Wir haben einen Plan. Ja, und was für einen? Tiny hat uns erzählt, alle Riesen haben an ihren kleinen Zehen einen Schwachpunkt. Stimmt. Und genau deshalb trägt das andere Team Zehenprotektoren. Ich bleibe auf der Bagia! Okay, jetzt ist der rechte Zeitpunkt, um nach dem Buch zu suchen. Einen Zauberblick! Wir brauchen unbedingt Sida. Ihre Wahrheitsbrille wird uns verraten, ob wir auch wirklich das echte Buch gefunden haben. Hä? Wo wollen die denn hin? Keine Ahnung. Märchen-Katastrophe. Also, du meinst, das echte Buch der Märchen und Sagen ist hier drin, versteckt? Hierher führen die Hinweise, wo die Geschichten der Vergangenheit lebendig werden, aufleben und aufblühen. Siehst du irgendwas, Sida? Nein, irgendwie ist ein Splitter Geduld. Ich glaube, das Buch der Märchen und Sagen ist in dem Buch der Märchen und Sagen. Kommt schon! Aber sie sind so schnell! Wieso tut ihr nicht das, was ich euch gesagt habe? Los! Einen Zauberblick. Ich kenne ein Mädchen, das möglicherweise unsere Mannschaft retten kann.
Cerise! Wenn du gerade nichts zu tun hast, weißt du, vielleicht könntest du dann... Ich hol meine Schuhe. Es will sich einfach nicht rühren. Gut, was sollen wir tun? Wie wär's, wenn ich es mal versuche? Blondie! Hast du uns nachgeschnüffelt? Eine gute Reporterin weiß immer, wo eine Story zu finden ist. Und wenn es sich um ein Schloss handelt, das man überwinden muss, dann ist das genau mein Ding. Abgefahren. Ich frag mich nur, ob wir das... Raven! Okay, sind uns etwa auch alle guten Feen hierher gefolgt? Naja, ich bin euch nicht gefolgt, aber das Spiel hat mich gelangweilt. Deshalb dachte ich, sehe ich mir das hier mal genauer an. Was macht ihr denn alle hier? Wir versuchen, das echte Buch der Märchen und Sagen zu finden, damit Raven unterschreiben kann. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Briar? Wenn ihr das echte Buch findet, dann werde ich euch doch alle verlieren. Briar, vielleicht finden wir eine andere. Raven, nein! Tut mir leid, Briar. Seht euch die vielen Schriften an. Ich glaube, wir sind im Inneren des Buchs. Maddie, gibt es noch mehr Hinweise? Ein Kapitel für alle, um zu leben und zu überleben. Finde die Seite der Antwort und dir wird Leben gegeben. Die Bücher! Es gibt 8 Bücher! Und wir sind insgesamt auch 8. Vielleicht ist eine Seite aus dem echten Buch der Märchen und Sagen in jedem dieser Bücher versteckt. Aber woher sollen wir denn wissen, welche Geschichte unsere ist? Keine Ahnung. Tja, dann gibt es wohl kein Zurück. Eins, zwei, drei! Drei Schüsseln Haferbrei? Dann bin ich wohl in Blondies Geschichte. Oh, oh! Bären! Oh nein! Ich bin in Apples Märchen! Iss, mein Herzchen, iss! Das ist dein Schicksal! Ist das merkwürdig? Ich bin in Cedars Geschichte! Ein Zauberblick! Ich bin in Ashlands Märchen! Es ist Mitternacht! Okay. Das ist... Ab mit deinem Kopf! Verrückt! Ich bin Cupid! Tee-tastisch! Ich wette, ich soll dafür sorgen, dass ich diese beiden Häschen ineinander verliere! Oder auch nicht. Bin ich... Es hat funktioniert, meine Königin. Das Gift hat gewirkt. Jetzt bist du die Schönste im ganzen Land. Ich war das? Oh nein. Ein Spinnrad? In einem Schlossturm? Das muss bedeuten, dass ich in Briars Märchen bin. Naja, solange ich mich nicht... Nein! Nein! Oh, die Seiten! Seit Ewigkeiten die Seiten! Cerise, lauf, lauf! Ja, Cerise, hol ihn, ihr Mädchen! Ja, wir kriegen diese! So, ja, weiter! Lauf, Cerise! Renn so schnell du kannst! Los! Ja.
Das Spiel ist vorbei! Therese Hoot holt den Sieg mit einem Touchdown! Die Ever After High gewinnt! Die Seite! Maddie, alles in Ordnung? Oh ja, aber Mann, Cupids Job besteht nicht nur aus Herzen und Küssen. Nicht mein Kopf! Also bei dir möchte ich auf keinen Fall meine Ferien verbringen. So fühlt sich das an, wenn der Schuh am anderen Fuß sitzt. Du musst essen, weil es dein Schicksal ist. Du kannst deiner Geschichte nicht entkommen. Raven, du hast es geschafft. Briar, alles in Ordnung? Oh, Raven. Ich hatte ja keine Vorstellung davon. Einen Zauberblick. Wo ist Apple? Briars Buch ist noch übrig. Wenn Apple in meinem Märchen gelandet ist, dann ist sie eingeschlafen. Dann kann sie ihre Seite nicht finden. Ich muss ihr sofort helfen. Briar, warte, das ist zu gefährlich. Aber ich muss zu ihr. Sie ist meine beste Freundin. Dieses Kapitel zu Ende. Apple! Briar hat es geschafft! Apple? Apple, wach auf! Wach auf! Du hast mich gerettet. Natürlich. Wir sind die besten Freundinnen für immer und ewig. Das sieht aber nicht wie das Buch der Märchen und Sagen aus. Nun, was steht denn drin? Sprache kehrt zurück. Wer zu lesen vermag, bricht den Fluch an diesem neuen Tag. Noch ist nichts passiert. Aber natürlich. Ihr habt die Seiten zurückgeholt und so habt ihr meinen Fluch gebrochen. Er sagte, wir haben die Seiten zurückgeholt. Giles, sie können sprechen. Also jeder kann verstehen, was sie sagen. Ja, Madeline, und dafür möchte ich euch danken. Euch allen. Es war ungeheuer mutig von euch, euch diese Herausforderung zu stellen. Ihr macht euren eigenen Geschichten wirklich alle Ehre. Aber, Mr. Grimm, wir konnten das Buch der Märchen und Sagen nicht finden. Wissen Sie, wo es ist? Nein, aber ich weiß, wer es gestohlen hat. Wer? Die böse Königin. Meine Mutter? Meine Mutter hat das Buch der Märchen und Sagen gestohlen? Wieso denn? Ich weiß es auch nicht, aber eines kann ich dir sagen. Vor Jahren hat deine Mutter versucht, über ihre Geschichte hinauszugehen und Böses in alle Märchen zu bringen. Und mein Bruder und ich, wir haben sie aufgehalten. Aber wieso sind sie dann hier unten? Seltsamerweise sorgte mein Bruder dafür. Was? Wieso denn? Ich erzähle euch eine Geschichte. Vor langer, langer Zeit, als mein Bruder und ich noch Kinder waren... Giles? Es tut mir so leid. Ich werde nie wieder gegen irgendeine Geschichte handeln. Nie wieder. Obwohl ich unsere Märchenvergangenheit immer respektiert habe, dachte ich doch, dass jeder von uns sein eigenes Schicksal auch selbst schreiben kann.
Und das hat dem Schulleiter nicht gefallen. Nein, das hat es natürlich nicht. Er hat mich mit diesem Brabbelbann verflucht und hier unten eingesperrt. Aber Ihr Fluch ist jetzt aufgehoben. Ja, dank euch außergewöhnlichen Mädchen. Und jetzt kommt, das Thronfest muss jeden Moment anfangen. Kommen Sie mit uns? Oh nein, ich bin schon seit Ewigkeiten auf keiner Party gewesen. Ich habe gar nichts Richtiges anzuziehen. Wir helfen Ihnen. Nein, es reicht jetzt. Mann, es reicht. Ich bin ja so aufgeregt. Hey, Briar, kannst du mir bei meiner Frisur helfen? Ja, ich komme. Willkommen, liebe Schüler. Zum Ever After High Thronfestball. Einer Tradition an dieser Schule, bei der wir unsere eigenen Geschichten feiern und die, die es vor uns gab. Wir kommen bald zur großen Verkündung, wer unsere Königin und unser König wird. Aber jetzt bringen wir diese Party erstmal ins Rollen. Los, auf geht's! Cerise. Oh, hey, Daring. Ich wollte dir sagen, dass, naja, dass es mir leid tut, dass ich dich jemals für ein Burgfräulein in Nöten gehalten habe. Und dass du uns da draußen wirklich gerettet hast, also, ja. Oh, danke. Also, möchtest du tanzen? Sind denn nicht noch ein paar andere Mädchen vor mir dran? Ich tanze aber lieber mit dir. Madame Jager? Ja, meine Liebe. Das Bild dort. Das sieht genauso aus wie mein Gemach, aber wer sind diese Leute? Nun, das ist das kleine Rotkäppchen und die böse Königin. Miss Beauty! Sieh da, wo ist deine Wahrheitsbrille? Ich muss sie mir mal ausleihen. Buch der Märchen und Sagen. Hallo, Apple.
Miss Queen. Hören Sie, Herr Schulleiter, ich weiß, dass Sie sauer auf mich sind. Das ist noch nett ausgedrückt. Und es tut mir leid. Ich möchte ja im Buch der Märchen und Sagen unterzeichnen. Stimmt das auch? Ja, denn wenn nicht, wird diese schreckliche Vision, die ich im Spiegel gesehen habe, wahr. Der Wunschbrunnen. Du hattest diese Vision im Wunschbrunnen, Herzchen. Ich habe nie jemandem erzählt, dass ich etwas im Wunschbrunnen gesehen habe. Und eigentlich können Sie nur etwas von diesen Visionen wissen, wenn Sie dafür gesorgt haben, dass ich sie sehe. Schulleiter Grimm, das war ein Fehler. Nun, ich wollte nur unsere Märchen beschützen. Raven muss sich doch ihre eigene Meinung bilden können. Sie dürfen sie nicht mit einem Trick dazu bringen, ihrer Meinung zu folgen. Wir können gut und böse sein, glücklich und traurig. Royal und Rebel. Viele Dinge, alle auf einmal. Giles, aber das ist unmöglich. Hallo, Bruder. Ich habe dich vermisst. Und ich kann dir alles verzeihen. Ich habe dich auch vermisst. Können wir umblättern und ein neues Kapitel beginnen? Sie wird jetzt nicht wirklich das Buch in den Brunnen werfen, oder? Sie will doch ihre Freunde nicht für immer und ewig verlieren. Aber das ist ein Fehler. Oh, das wird sie erkennen, denn Briars Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Um genau zu sein, im nächsten Kapitel... Hey, sei still! Was habe ich dir über Spielverderber erzählt? Und jetzt ist es an der Zeit, unsere neue Königin und den König zu verkünden. Wir bitten nun unsere Spiegelnetzexperten, uns die Ergebnisse mitzuteilen. Und die Kandidatin sind... Na los, sag's ihnen, Humphrey. Ich? Ich dachte, dass du die Auswertung machst. Das war dein Job. Ich musste die Website wieder instand setzen, nachdem du alles ruiniert hast. Ich? Oh, Mann. Sieht so aus, als hättet ihr noch Zeit, eure Stimmen einzureichen. Also schnell ins Spiegelnetz, loggt euch bei MyChapter ein und legt los. Wir werden die Gewinner schon bald verkünden. Bleibt dran. Bis dahin spiele ich euch einen echten Knaller. Zauberhaftes Thronfest euch allen. Ja, zauberhaftes Thronfest. Und wenn es eins gibt, das wir gelernt haben, dann, dass man ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen sollte. Und vor allem ein Märchenbuch nicht. Genau das sagte ich gerade. Musst du denn jede Kleinigkeit kommentieren? Es ist doch nichts verkehrt daran, etwas zu erklären. Das haben wir doch schon mal durchgekaut. Geht es doch beim Erzählen guter Sehr Geschichten. Sehr häufig sogar. Du musst nicht immer das letzte Wort haben. Ach, aber du darfst das. Ja, allerdings.